Mein Thema ist das Lösen von linearen Gleichungssystemen mit dem Einsetzungsverfahren. Und als erstes erkläre ich da den allgemeinen Lösungsweg. Dann erkläre ich das anhand einem Beispiel nochmal besser, weil dann ist das meistens besser nachvollziehbar. Und dann erkläre ich euch die möglichen Lösungsmöglichkeiten. Das seht ihr am besten, wenn ich euch das vor Augen führe dann. Und als viertes habe ich noch zwei Übungsaufgaben, die ich dann im Endeffekt lösen werde, damit ihr das auch eure Ergebnisse vergleichen könnt. Also dann fangen wir an mit dem allgemeinen Lösungsweg. Und damit ihr das nur noch mal wisst, ein lineares Gleichungssystem besteht aus zwei Gleichungen, nämlich die nennt man meistens Römisch 1 und Römisch 2. Und da drin sind dann zwei unbekanntere Variablen. Das sind meistens x und y. Und an dem Beispiel später seht ihr dann auch noch mal, wie das so aussieht. Und jetzt kommen wir zu dem Lösungsweg. Also es ist so, man stellt als allererstes eine Gleichung nach einer Variablen um und bekommt dann quasi eine Gleichung, einen Term für diese eine Variable raus. Dann als zweites setzt man das Ergebnis, also den Term, der quasi für diese eine Variable rausgekommen ist. Sagen wir mal, wir haben jetzt die Gleichung nach x aufgelöst. Dann setzen wir in die andere Gleichung, die wir nicht umgestellt haben, setzen wir dann für x den Term ein, der rauskommt. Als drittes lösen wir den Term dann nach der anderen Variablen auf, weil das ist ja dann unsere einzige Unbekannte quasi in dem Term. Und dann als viertes bekommen wir dann bei der 3, wenn wir das aufgelöst haben, haben wir ein Ergebnis für die eine Variable. Und das setzen wir dann in die umgeformte Gleichung aus der Nummer 1 wieder ein. Und dann bekommen wir auch die andere Variable raus. Und das war es eigentlich schon. Und dann hat man beide Variablen heraus und muss dann das nur noch richtig aufschreiben. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel. Ich habe mir da meins ausgedacht. Also hier sehen wir Römisch 1, unsere erste Gleichung. So sieht das eigentlich immer aus, nur dass halt hier die Gleichungen variieren. Und wir haben hier, wie gesagt, zwei Gleichungen mit zwei unbekannten Variablen. Das sind hier x und y. Und wir sehen, hier oben ist Römisch 1 und hier unten ist Römisch 2. Und jetzt gehen wir einfach die Schritte ab, die wir vom allgemeinen Lösungsweg notiert haben. Das heißt, als allererstes lösen wir eine Gleichung hier nach einer Variablen aus. Und da macht man es meistens so, dass man schaut, welche Variable alleine steht. Und nach der löst man dann die Gleichung aus und die Gleichung benutzt man auch, damit man es am einfachsten hat. Und wie wir hier sehen, steht das y alleine. Das heißt, wir lösen am besten Römisch 1 nach y auf. Und das ist ja unser erster Schritt. Das heißt, wir nehmen unsere Römisch 1 Gleichung und lösen die jetzt nach y auf. Das heißt, wir machen als erstes minus 2x. Dann haben wir y gleich 4 minus 2x. Und das wäre dann quasi schon unsere Gleichung.
Also wir haben ja jetzt einen Term für y raus und diese umgeformte Gleichung nennt man dann römisch a, weil wir da später nochmal was einsetzen müssen. Und dann im zweiten Schritt nehmen wir jetzt die andere Gleichung, das ist in diesem Falle römisch 2, weil wir bei dem ersten Schritt ja mit römisch 1 gearbeitet haben. Und jetzt setzen wir in römisch 2 für y diesen Term ein. Das heißt, unser Ursprungsterm war ja 3x plus 2y ergibt gleich 5. Und wenn wir dafür für y jetzt diesen Term hier einsetzen, kommen wir auf 3x plus 2, Klammer auf, 4 minus 2x ergibt gleich 5. So. Jetzt haben wir das hier quasi eingesetzt und weil das ja ein Term ist, muss man das in Klammern packen. So, das heißt, wir haben ja hier jetzt nur noch eine unbekannte Variable, nämlich x. Und nach der lösen wir das jetzt in der 3 auf. Das heißt, wir haben ja 3x plus 2 mal 4, 2x ergibt gleich 5. Und das heißt, als erstes lösen wir hier erstmal diese Klammer auf. Und das macht man jetzt, indem man einfach die 2 mit der 4 und die 2 mal 2x rechnet. Das wisst ihr bestimmt. Das heißt, wir haben 2 mal 4 minus, ach, hier habe ich aus Versehen was Falsches geschrieben, minus 2 mal 2x ergibt gleich 5. Und wenn wir das jetzt ausrechnen quasi, hätten wir 3x plus, weil 2 mal 4 sind 8, minus 2 mal 2x sind 4x. Ergibt gleich 5. Und wenn wir das jetzt weiter ausrechnen, haben wir ja quasi, weil das ist ja einfach nur addieren und subtrahieren, das kann man ja quasi, da kann man ja tauschen. Das heißt, wir können 3x minus 4x rechnen und kommen dann auf minus x, also minus 1x. Und dann kommen wir auf minus x plus 8 ergibt gleich 5. Und wenn wir dann minus 8 rechnen, dann kommen wir auf minus x ergibt gleich minus 3, weil 5 minus 8 sind 3. Und weil wir jetzt auf beiden Seiten eine Minuszahl raus haben, können wir das ja ganz einfach quasi mal minus 1 rechnen und kommen dann auf x ist gleich 3. Das heißt, unsere Lösungsmenge für x in diesem Fall ist 3. Das notieren wir dann so, wie wir es gelernt haben. So, jetzt kommen wir zu Schritt 4. Jetzt haben wir ja unsere x-Variable ausgerechnet und jetzt setzen wir in unsere umgeformte Gleichung, also in die 1a. Das war ja y gleich 4 minus 2x. Da können wir jetzt x als Variable einsetzen und lösen das dann nach y auf. Und weil ja gilt Punkt vor Strich, haben wir y gleich 4 minus 2 mal 3 sind 6. Und das ergibt dann y ist gleich minus 2. So, und das war das jetzt an einem Beispiel erklärt. So, jetzt kommen wir zu möglichen Lösungsmengen. Und wie ihr ja bereits gesehen habt, bei unserem Beispiel hatten wir eine eindeutige Lösungsmenge. Das heißt, wir konnten Lösungsmenge gleich 3 aufschreiben bei x zum Beispiel. Und das ist nämlich die erste Version, was man herausbekommen kann für eine Möglichkeit, die eindeutige Lösungsmenge. Wir machen das hier nur nochmal zur Wiederholung, damit ihr auch genau wisst, wie man das ausschreiben kann. Und das ist nämlich dann Lösungsmenge gleich, wir sagen, wir nehmen einfach mal ein Beispiel, Lösungsmenge gleich 3. Und das schreibt man dann so auf. Aber es gibt auch noch andere Lösungsmengen, nämlich die unendliche Lösungsmenge.
Das ist, wenn die Variablen sich gegenseitig wegstreichen quasi und man am Ende nur noch auf zwei Zahlen kommt, nämlich zum Beispiel 13 gleich 13. Das heißt, das ist quasi unendlich, ist es nämlich egal, was man dann für die Variablen einsetzt. Und das schreibt man dann quasi so auf. Nämlich sind das, kann man dann da alle reellen Zahlen für einsetzen. Und dann als drittes gibt es noch keine Lösung. Das ist nämlich, wenn eine Falschaussage bei rauskommt. Also zum Beispiel, wenn da steht 8 gleich 10. Das stimmt ja nicht, das wissen wir alle. Und dann lässt man die Lösungsmenge einfach leer, weil das falsch ist. So, und das war nur noch mal kurz zur Wiederholung, damit ihr wisst, wie ihr das aufschreiben könnt. Und jetzt kommen wir zu den beiden Übungsaufgaben. Und die erste Übungsaufgabe ist Römisch 1, 9x plus 6y ergibt gleich 15. Und Römisch 2 davon ist 3x plus 2y ergibt gleich 5. Und die zweite Übungsaufgabe ist Römisch 1, 2x plus 5y ergibt gleich 10. Und die zweite ist 2x plus y ergibt gleich 8. Wundert euch nicht, wenn da manchmal Brüche rauskommen, weil die habe ich mir selber ausgedacht. Das heißt, es kann sein, dass man da nicht auf ganz gerade Zahlen rauskommt. Okay, also ihr könnt hier einfach das Video pausieren und dann, wenn ihr die gelöst habt, wieder einschalten und gucken, ob ihr es richtig gemacht habt. Also jetzt löse ich die Übungsaufgaben auf. Das heißt, wir fangen an mit der ersten. Das war ja Römisch 1, das sind 9x plus 6y gleich 15. Und die zweite sind 3x plus 2y gleich 5. So, und jetzt machen wir es einfach wieder genauso wie bei dem Lösungsweg beschrieben. Das heißt, als allererstes suchen wir uns eine Gleichung raus, bei der wir das nach einer Variablen auflösen. Und ich habe mir da jetzt einfach mal die zweite rausgesucht. Aber bei solchen Aufgaben ist das eigentlich egal, weil da steht ja keine Variable allein. Also da wäre es auch in Ordnung, wenn ihr Römisch 1 genommen hättet. Als allererstes habe ich dann minus 3x gerechnet. Da wäre es natürlich auch in Ordnung, hätte man minus 2y gerechnet. Kommt dann auf 5 minus 3x. Und das muss man jetzt nur noch geteilt durch 2 rechnen, damit das y alleine steht. Und dann hätte man ja quasi 5 geteilt durch 2 und 3x geteilt durch 2. Das kann man ja dann schon im Kopf rechnen, ist dann 2,5 minus 1,5x. Und das wäre dann wieder unsere Gleichung 2a. So, und dann als zweites setzen wir wieder hier das in die erste Gleichung für y ein. Das heißt, unsere erste Gleichung ist ja 9x plus 6y gleich 15. Und jetzt setzen wir da für y 2,5 minus 1,5x ein. Ergibt gleich 15. So, wenn wir das jetzt auflösen, das können wir ganz einfach machen. Das heißt, wir machen 9x plus 6 mal 2,5 sind ja 15. Und dann 6 mal minus 1,5x kommt man auf minus 12x, minus 9x. Und das ist dann gleich 15. Und hier war das, wovon ich eben gesprochen habe, nämlich hier lösen sich ja jetzt die 9x quasi gegeneinander auf. Also wenn man das hier wieder Term umformt, dann ist es ja quasi 9x minus 9x. Das heißt, die streichen sich quasi beide weg.
und man hat am Ende nur noch 15 gleich 15. So, und wie wir eben gelernt haben, kommt dann die Lösungsmenge Q raus mit dem Strich hier. Das heißt nämlich, dass für die Lösungsmenge alle reellen Zahlen eingesetzt werden können. Und ab dem Punkt kann man dann auch nicht mehr weiterrechnen, weil man kann ja jetzt nichts mehr einsetzen für x, weil man da ja nur zwei Zahlen rausbekommt. Man bekommt ja nicht raus, für was man x einsetzen kann. Und das war dann die erste Übungsaufgabe. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übungsaufgabe. Und da ist es nämlich jetzt so, dass unsere Gleichung ja war 2x. 5y10. Und 2x plus y ergibt gleich 8. So, und was ich euch ja eben gesagt habe, ist, dass es immer am einfachsten ist, das nach der Variablen aufzulösen, die alleine steht. Aber es gibt eine Besonderheit, also nicht eine Besonderheit, ihr könnt das auch so machen, dass man das nach y auflöst, aber es ist am einfachsten. Hier sieht man ja, dass man 2x in beiden Gleichungen hat. Das heißt, wir bräuchten gar nicht den Wert von 1x, weil wir es in der anderen Gleichung ja auch für 2x bräuchten. Das heißt, man kann diese Gleichung, wenn man sieht, dass eine Variable zur selben Anzahl vorhanden ist in den beiden Gleichungen, kann man das quasi einfach nach der auflösen und man braucht noch nicht mal das für 1x. Das heißt, dieses hier, wir nehmen jetzt diese Gleichung als am Anfang. Also die zweite und haben dann 2x plus y gleich 8 und wollen ja nach 2x auflösen. Das heißt, wir rechnen minus y und kommen dann auf 2x gleich 8 minus y und das dann wieder unsere Gleichung 2a. Als zweites setzen wir jetzt in die erste Gleichung für 2x 8 minus y ein. Aber hier müsst ihr aufpassen, dass ihr keinen Fehler macht. Es könnte nämlich sein, dass euch passiert, dass ihr jetzt hier zweimal diese Gleichung, aber da wir hier 2x ausgerechnet haben, können wir quasi einfach das da einsetzen. Also 8 minus y plus 5y ist gleich 10. Und wir sehen, dass es wesentlich einfacher wäre, wenn jetzt hier oben noch für 1x ausgerechnet hätte, hätte man durch 2 bekommen und dann hätte man da irgendwie stehen y durch 2 und das wäre natürlich möglich gewesen, aber komplizierter zu rechnen. Das heißt, man macht das lieber so. Und wenn wir das hier jetzt auflösen, ist das ja quasi, wir haben ja hier quasi minus y plus 5y. Das heißt, wir kommen dann auf 8 plus 4y. Ergibt gleich 10. Und wenn wir das jetzt weiter Term umformen, also wir machen jetzt hier minus 8, damit das y quasi allein steht. Und 10 minus 8 sind 2. Und jetzt müssen wir noch geteilt durch 4 machen. Und dann kommen wir auf y gleich 2 Viertel. Und wenn man das kürzt, auf 1 Zweitel. Das heißt, unsere Lösungsmenge für y ergibt quasi 1 Zweitel. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Also wir setzen für unsere Gleichung 2a, also die wir hier oben umgeformt haben, den y-Wert ein. Das heißt, wir haben dann 2x gleich 8 minus 1/2. Und da kommt man dann, wenn man das quasi Term auflöst auf 2x gleich 15 Zweitel. Das meinte ich mit unschönen Zahlen. Das ist ja irgendwie keine schöne Zahl. Und das kann man jetzt geteilt durch 2 rechnen, damit man das x auch wieder alleine hat. Und 15 Zweitel geteilt durch 2 sind 15 Viertel. Das heißt, unsere Lösungsmenge für x sind 15 Viertel. So, jetzt könnt ihr ja gucken, ob ihr das alles richtig gemacht habt. Und es kann auch sein, dass ihr einen anderen Lösungsweg habt, wenn ihr einfach mit einer anderen Gleichung Schritt 1 gemacht habt und so. Ihr müsst halt nur gucken, dass das Ergebnis passt und dass ihr euch nicht verrechnet habt. Und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr habt's verstanden.